Wir haben ein bisschen gekämpft mit Fahrwerkssetting, um wirklich ein fahrbares Setting hinzukriegen. Können wir ganz kurz mal vor. Beim Leon hat es richtig gut ausgesehen jetzt, wir haben einen guten Fortschritt gemacht, auch bei 50 mit dem Fahrwerk. Wir haben alles vorbereitet, wir haben alle Energie reingesteckt, jetzt liegt es an den Fahrern. Jetzt ist es Schicksal. Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert, ob das jetzt anders ist, besser ist. Wir wollen das Beste raus. Ich will jetzt was angreifen, wahrscheinlich nicht, oder? So, die Bikes werden jetzt vorbereitet hier für das erste Free Practice. Wir haben heute leider nur zwei Free Practice, deswegen muss alles perfekt stimmen. Ihr seht, das Team arbeitet sehr akkurat, jeder ist total fokussiert in dem, was er macht. Die Bikes sind absolut perfekt vorbereitet, es wird jede Schraube nochmal nachgezogen. Das Fahrwerk passt soweit vom Grund-Basic-Setting her mit den Daten, die wir haben. Wir fahren mit zwei Motoren, einmal vom 50 Sign ist die linke und Leon Sign ist die rechte. Wir fahren aber zwei komplett unterschiedliche Fahrwerkssettings. Das liegt daran, dass wir zwei verschiedene Fahrstile haben. Von dem her werden wir mal rausfinden, wie sich das Ganze noch kombiniert oder zusammenfindet oder vielleicht noch konträrer wird. Also seid gespannt auf das erste Free Practice. Die Bikes sind ready. Jetzt haben wir noch 10 Minuten zu dem ersten Free Practice. Die Jungs schauen jetzt wirklich, weil wir haben nur zwei, wirklich von Anfang an. Also wir müssen von Anfang an am Limit sein, um auch am Motorrad arbeiten zu können, weil sonst merken wir keine Fehler. Also wir können jetzt nicht rumtrödeln oder quasi ein Warm-Up-Turn machen, das geht nicht. Das ist das Harte hier an der EDM, du musst raus, du musst bam bei der Musik sein, sonst hast du keine Chance. Und das ist schon für die Fahrer jetzt. Ich möchte jetzt nicht in deren Haut stecken. Jetzt ein Leon sein Federbein. Jetzt ein Leon sein Federbein ausgebaut. Die Jungs haben ein bisschen Probleme mit Grip auf der einen Seite und mit Bremsstabilität auf der anderen Seite. Die Vorderachse sieht aber sehr gut aus. Die Hinterachse steht mir tendenziell manchmal ein bisschen zu tief, was somit zu viel Load auf den Reifen bringt. Und auch das Federbein nicht schnell genug oder nicht weit genug und nicht schnell genug ausfedert beim Anbremsen, somit der Reifen tendenziell ein bisschen zu viel Luft hat zum Boden. Dadurch die Bremsstabilität nicht so optimal ist. Ich messe jetzt hier nochmal die Federvorspannung vom Leon sein Federbein. Baue die Feder aus, um nochmal hundertprozentig die Federvorspannung in Millimeter zu wissen und zu bestätigen quasi. Dann werden wir vermutlich mit mehr Federvorspannung an der Hinterachse ausgehen. Durch welcher Grund dafür? Damit wir zum einen an den Scheitelpunkten am Federbein hinten ein bisschen höher stehen, weil wir tendenziell einen Tacken zu tief stehen.
Wir waren stehen geblieben, wir haben Leon sein Federbein ausgebaut, haben dann nochmal den Preload nachgemessen, haben jetzt bei beiden Motorrädern tendenziell mehr Federvorspannung gemacht. Ich will noch keine härtere Feder, sondern ich will erst die Federvorspannung ausnutzen, die wir haben. Wir haben die Übersetzung nochmal geändert, wir sind jetzt von 16,44 auf 15,43, damit die Hinterachse auch ein bisschen länger wird. Somit haben wir ein bisschen weniger Wheelie-Neigung und können somit tendenziell auch mehr Preload gut vertragen. Es war jetzt gerade Mittagspause und in einer Stunde geht es in das zweite Fleet-Practice. Die Jungs stehen eigentlich gut da, wir haben eigentlich beim Leon vor allem eine richtig geile Ideal-Lap. Schauen wir mal, ob er die dann draußen umsetzen kann. 50 hinkt so ein paar Zehntel hinterher. Sind wir jetzt aber auch auf fahrerisch dran gewesen, um da Verbesserungen zu finden. Auch je nachdem, Linie halten, Gasöffnung, wie lange dauert das und so weiter. Was haben wir am Ende der geraden Topspeed? Und ja, wir haben jetzt versucht, alles so schnell wie möglich da rein zu pumpen an Informationen für Fahrer und Motorrad, um bestmöglich umzusetzen können für das zweite Fleet-Practice. Kann schon erste Erkenntnisse ziehen. Ja, im Moment muss man mal schauen, wo das Fahrwerk zu welchem Zeitpunkt wie steht. Die Jungs beklagen beide keinen Grip. Und jetzt müssen wir mal die ganze Strecke durchgehen und mal schauen, wo das Fahrwerk in welcher Fahrsituation steht. Von den Daten her sieht es im Moment noch gar nicht so schlecht aus, muss ich gestehen. Müssen wir mal schauen, wo die Stellen sind, wo es Probleme haben. Aber werden wir rausfinden. Okay. Na Leon, wie bist du zufrieden mit der Dio Party BM Pranke? Ich bin tatsächlich richtig zufrieden. Bin vorher eigentlich noch nie so Teile gefahren beim Motorradfahren und seitdem ich die in Schleiz probiert habe, ist mega gut. Also ich glaube, man sieht es auch hier bei der Hand. Tatsächlich habe ich irgendwie kaum noch quasi diese Hornhautränder und auch kaum noch diesen Druck hier eigentlich auf der Hand. Yeah. Man muss ein bisschen rumspielen mit den Größen. Ja. Ich hatte erst eine größere Größe und jetzt eine kleinere Größe genommen, wo es hier gut schließt und auch hier die Ränder gut sitzen. Und ansonsten bin ich echt top zufrieden. Die sind schön dick vom Material her. Ja. Hast du da irgendwie das Gefühl, dass du sagst, okay, die sind mir jetzt zu dick im Handschuh, dass ich zu wenig Gefühl am Lenker habe, oder ist das nicht der Fall? Eigentlich ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich froh, dass sie so dick sind, um eigentlich diesen bisschen besseren Druck auch vor allem hier abzufedern, quasi, den ich da brauche auf der Bremse und alles. Also ich bin eigentlich froh, dass sie so dick sind. Ich bin einmal bis jetzt dünnere gefahren. Das hat eigentlich so gut wie gar nichts gebracht bei mir. Von daher bin ich echt top zufrieden. Cool. Ne? Ja, das freut uns. Alles klar. Und dann Handschuh rein, hast du auch kein Problem, dass das irgendwie stört oder Überhaupt nicht. Man sieht es ja auch so schon, die legen sich ja auch so schon direkt glatt hier eigentlich. Ja. Ich tue die immer schön zurechtzuppen, dann gehe ich in Handschuh rein und es fühlt sich an wie ohne, nur dass man halt danach eigentlich eine positive Hand hat. Na super. Okay. Na alles klar. Du, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg und Glück für das erste Rennen. Gell? So Matthias, was machst du denn da gerade? Ja, wir haben jetzt so den Dämpfer vom 50 zerlegt. Und wir prüfen das Druckstufensetting, weil ich der Meinung bin, dass das dieses Druckstufensetting, das da drin ist, ein bisschen schwächer ist, als wir das beim Leon. Und das überprüfe ich gerade und schreibe gerade mit. Und im Moment sieht das tatsächlich so aus, als wenn es ein bisschen mager auf der Brust wäre. Und der 50 hat ein bisschen Probleme, dass das Motorrad gefühlt hinten zu tief reingeht, zu schnell zu tief reingeht, zu schnell transferiert und deswegen vermutlicherweise wir zu wenig Dämpfung haben auf der Hinterachse, um die soften Federn zu fahren. Ich möchte aber gerne die soften Federn fahren. Von dem her schreibe ich das jetzt mal mit und dann gucken wir mal in das Setting Bank von Öhlins, welches da drinnen ist. Und im Notfall muss ich es am Leon sein Federbein auch messen, um es gegen zu kontrollieren. Dass wir die gleichen Settings haben, weil beim Leon funktioniert es sehr gut, so wie es aussieht. Und deswegen muss ich mich da jetzt mal dran richten.
So, wir sind heute am zweiten Tag in der IDM in Assen hier. Die Motorräder sind vorbereitet. Wir hatten gestern eine lange Nacht bis ca. 11 Uhr oder 23.30 Uhr. Die Motorräder vorbereitet mit neuer Elektronik, mit dem neuen Datensetting von BMW, das gestern released worden ist, das vom BMW-Werksteam in Barcelona getestet worden ist. Haben wir bessere Willy-Kontrolle, vermutlich auch eine bessere Traktionskontrolle. Wir haben nochmal einiges am Fahrwerk gemacht beim 50-Sein-Motorrad. Haben festgestellt, dass das Dämpfungssetting nicht dasselbe war wie beim Leon, haben das jetzt angeglichen und ja, wir haben alles vorbereitet, wir haben alle Energie reingesteckt, jetzt liegt es an den Fahrern, um die Motorräder im Qualifying auf eine gute Startposition zu platzieren. Wir werden sehen, seid so gespannt, bleibt noch weiter dran, es wird extrem spannend in diesem harten Starterfeld. Scheiße, sondern fahren raus und bam. Stimmung ist allgemein so angespannt hier im Fahrerlager. Ja, wir haben jetzt das Qualifying gehabt, das Q1. Beim Leon hat es richtig gut ausgesehen jetzt. Wir haben einen guten Fortschritt gemacht, auch beim 50 mit dem Fahrwerk. Sind jetzt 41.0 gefahren mit dem Leon und 42.5 beim 50. Das Grip-Problem haben wir ein bisschen in den Griff bekommen, also Grip ist besser jetzt. Jetzt müssen wir beim Leon wollten. Der Leon will jetzt noch ein bisschen mehr Bremsstabilität haben, weil er jetzt dadurch, dass er mehr Grip hat, auch schneller am Ende der Gerade ist und somit härter bremsen muss und jetzt ein bisschen in ein Stabilitätsproblem reinkommt. Ja, und das gilt jetzt rauszufinden, was wir dabei verbessern können bis zum zweiten Qualifying, das irgendwo um 13.45 Uhr glaube ich ist. Und die Jungs checken jetzt das Bike nochmal, schauen wir mal ran. Vielleicht fragen wir auch mal kurz die Fahrer, wie sie sich gefühlt haben. Am besten rein ins Interview und ich schaue jetzt mal in die Daten. Ja, ich tue mir noch sehr schwer. Ich bin zum einen ein bisschen körperlich noch angeschlagen von meiner Grippe und zum anderen fühle ich mich noch nicht ganz wohl auf dem Motorrad. Wir sind Fehlerquellen minimieren, am Wohlfühlfaktor einrichten und ist natürlich hier ein hartes Level, ein hartes Niveau. Man hat selbst einen Anspruch an sich und ich fahre aktuell noch hinter meinem eigenen Niveau her und versuche so schnell wie möglich auf Level zu kommen. Ja. Das Motorrad fühlt sich nicht schlecht an, aber wir haben Probleme mit dem Hinterradreifenverschleiß, dass der Hinterradreifen sehr schnell einkracht, eingeht. Und dann kämpfst du halt nur noch gegen Windmühlen und das Problem kriegen wir nicht in den Griff. Und da habe ich halt ein bisschen Bammel vor der Renndistanz. Also wir haben ein paar Sachen geändert von Training auf heute, auf das erste Quali, die auch sehr positiv eigentlich waren. Ich konnte mich um fast eine Sekunde noch mal verbessern, bin mit der Zeit zufrieden. Allerdings mit der Platzierung noch nicht ganz, weil das Niveau halt einfach sau hoch ist wieder. Aber wir haben dann noch so ein, zwei Sachen, die wir gern vielleicht verändern würden fürs Quali 2. Und ich denke mal, dass die sich bestimmt positiv auswirken, dass wir da noch an der Position vielleicht ein bisschen feilen können. Quasi. Aber ansonsten bin ich schon mal sehr zufrieden. So, wir tun jetzt beim 50 das Luftpolster ein bisschen kleiner machen, damit er mehr Gefühl am Kurveneingang auf der Bremse hat, wenn die Gabel tief steht, dass er ein bisschen mehr im Öl drin steht und den Reifen besser spürt. Hast du es gehört? Jetzt hat er es.
spezialisiert. Pro-Tipp. Vorspann drücken wir erst auf 0, bevor wir die... Genau, weil sonst kriegst du die... Sonst kriegst du die Hülse nicht von der... von der Steuerung, von der Kontakt. Okay, okay, ja. Weil sonst zu weit drin steht. Ja, okay. So, wir sind jetzt hier am dritten und letzten Tag in der IDM Superbike in Assen. Heute sind die Rennen, zwei Stück. Das erste Rennen ist um 12.10 Uhr, das zweite um 16.10 Uhr, glaube ich. 11 Uhr ist das erste Warm-up. Also die Jungs sind nicht so ganz zufrieden mit sich selbst. Leon steht auf 20 und 50 auf 23, 24 von insgesamt 27 Fahrern. Das Feld ist extrem hart. Wir haben ein bisschen gekämpft mit Fahrwerksetting, um wirklich ein fahrbares Setting hinzukriegen. Das ist alles hier nicht so einfach. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Leon eigentlich nur eine Sekunde weg ist vom vorderen Mittelfeld, sage ich jetzt mal. Also da ist nicht so viel um. Das ist halt eine Lernphase für beide hier und damit muss man umgehen können. Ja? Also das ist halt eine harte Nummer. Wenn das jetzt ein Pro Superstock Cup wäre, dann würden wir vorne ums Podest fahren, aber in der IDM Superbike fährst du halt hinten rum und musst das abkönnen und musst das als Lernphase mitnehmen. Das Problem ist so ein bisschen, du kannst halt wenig testen, wenig probieren, wenig machen, weil einfach die Zeit zu kurz ist für die Trainings. Du hast keinerlei, du hast zwei freie Trainings und da kannst du auch keine großen Sprünge machen, darfst nicht zu viel probieren, weil die Chance halt, dass du dann irgendwie in die falsche Richtung arbeitest mit großen Schritten, ist einfach zu groß und deswegen machst du lieber kleine Schritte in der Hoffnung, dass du nur mit kleinen Schritten im Worst Case in die falsche Richtung arbeitest. Von dem her, sehr schwierig. Stimmung war gestern ein bisschen betrübt, habe auch nichts mehr gefilmt, ein bisschen in sich gekehrt, auch mal überlegt, was machen wir anders. Nochmal eine Nacht drüber schlafen, jetzt noch ein bisschen was an der Elektronik macht mit Willy-Kontrolle und Traktionskontrolle. Im Endeffekt ist es mittlerweile so, wenn man ein bisschen was vom Setting besprechen kann, wir haben eigentlich zu viel Grip. Vor allem beim 50 haben wir zu viel Grip. Somit hat er sehr viel Willy-Probleme, weil er eben wenig rausslidet, weil der Grip hier sehr hoch ist. Und wir jetzt auch mit der richtigen Feder relativ viel Kraft ins Motorrad bringen und sehr viel Willy-Neigung schon in Schräglage haben und mit dem kämpft er so ein bisschen. Aber wir haben jetzt an der Elektronik nochmal ein bisschen was verändert und hoffen jetzt, dass wir im Warm-up noch so einen kleinen Fortschritt machen können mit einem kleinen Test im Warm-up, mehr oder weniger. Und dann geht's in die Rennen. Wir können jetzt nur mal den Warm-up eben testen. Wir haben jetzt die Daten von gestern. Wir können jetzt nicht mehr viel falsch machen. Es ist eigentlich völlig egal, wie schnell wir jetzt fahren. Wir machen jetzt Test. Wenn da alle zusammen sind, wir haben jetzt noch was geändert beim 50 Cent Motorrad. Wir haben die Drossel Split ausgeschaltet, damit wir die BMW, die macht zwei Paare Drosselklappen. Die macht die ersten zwei und die letzten zwei auch untereinander, unabhängig voneinander, damit der Drehmomentverlauf sehr smooth kommt. Und das will ich jetzt mal testen beim 50, vielleicht kommt er besser klar, wenn dieses Split deaktiviert ist. Deswegen haben wir zwei verschiedene Modes hinterlegt, wo alles gleich ist, außer die Splits unterschiedlich sind und er während dem Fahren darauf umschalten kann. Und ich hoffe, dass wir somit so ein bisschen lineareren Leistungsverlauf kriegen und er mehr Gefühl über das Hinterrad kriegt, was das Grip-Level anbelangt. Es ist natürlich die große Frage, ist die Reifenempfehlung. Alle Teams tragen hier ein bisschen, weil der Asphalt ziemlich rau ist und die Reifen relativ schnell kaputt macht. Also es wird jetzt die nächste große Herausforderung, dass wir den Reifen über die Distanz zum Rennen bringen.
Deswegen müssen wir schauen, dass wir am Anfang ein bisschen investieren. In die ersten Runden den Reifen nicht leicht überhitzen, nicht zu viel spinnen lassen, nicht zu viel wollen am Anfang, dass wir eher Richtung Rennende die beste Pace fahren können und dann eventuell noch ein paar Plätze gut machen. Leon ist 16. 50 ist 19. Ein Punkt für den Leon. Was willst du mehr? Mich interessieren jetzt auch mehr, wie die Reifen aussehen im neuen Setting. Neu. So soll er aussehen? Ja. Tschüss. Teilweise gar nicht schlecht aus. Wie sieht es von Leon aus? Nicht so gut. Wie bei dir? Kommt von Leon? Ja, von auch? Ja, das ist jetzt genau das, was wir eigentlich haben wollen. Das ist eigentlich für uns jetzt ein guter Trainingsset gewesen, dass wir das Reifenbild jetzt einmal hinkriegen mit der richtigen Feder. Von dem her eigentlich alles gut. Rennen ist vorbei, ist weiter. Leon ist 14. 50, ein bisschen weiter hinten. Ja, ich habe eine neue Erkenntnis. Wir suchen immer so nach Grip. Und Grip ist das große Thema. Und ich muss feststellen, umso schneller die Fahrer sind, desto weniger Grip brauchen die, weil die viel schneller durch die Kurve durchfahren und somit viel weniger Pickup-Grip brauchen, um aus der Kurve rauszuschleunigen. Weil man hat das wirklich beim Zuschauen schön beobachten können. Die ersten 8 beschleunigen viel weniger hart aus den Kurven als die letzten, weil die einfach viel schneller reinlaufen lassen und einfach viel schneller durch die Kurve hindurchfahren. Und das war so eine der größten Erkenntnisse, die ich im Motorradmotorsport, im technischen Bereich, im fahrerischen und auch fahrwerkstechnischen gemacht habe. Und damit verabschiede ich mich von der IDM aus Assen und wünsche noch eine schöne Zeit.